Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kärnten TV 90 am Donnerstag. Im Lavantal bildet eine Talenteschmiede die Fachkräfte von morgen aus. Die lettische Botschafterin besuchte die Landesregierung. Das Konjunkturforum beleuchtete die wirtschaftliche Zukunft. Eine Talenteschmiede bildet im Lavantal die Fachkräfte von morgen aus. In der überbetrieblichen Lehrwerkstätte BFI IT Lab können junge Menschen, die sich mit dem Einstieg in die Berufswelt schwer tun, eine stärkenorientierte Ausbildung beginnen. Bei einem Pressegespräch mit Landeshauptmannstellvertreterin Gabi Schaunig gab es auch einen Blick hinter die Kulissen der Ausbildungsstätte. Ihren Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Peter Kaiser absolvierte die lettische Botschafterin Guna Jabina. Bei einem gemeinsamen Gespräch betonten beide die große Bedeutung eines geeinten Europas sowie von Kooperationen im Rahmen der EU. Als Bereiche einer möglichen Zusammenarbeit nannten Kaiser und Jabina smarte Mobilität und Bildung. Das Konjunkturforum 2024 ging vor kurzem in Velden über die Bühne. Hauptthema dabei war vor allem die Wirtschaft von morgen. Ganz besonders wurde der Fokus auf die künstliche Intelligenz gelegt und wie sie unsere Arbeitswelt verändern wird. Unter den zahlreichen Gästen im Casineum waren auch die Landeshauptmannstellvertreter Gabi Schaunig und Martin Gruber. Ebenso im Casineum lud die Wirtschaftskammer zum Tag der Gastgeber 2024. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Hotellerie und Gastronomie diskutierten dabei über die aktuellen Entwicklungen in ihrer Branche. Seitens der Landesregierung begrüßte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnigg die Gäste in Velden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und freue mich, wenn Sie auch am Montag bei Kärnten TV 90 wieder einschalten.